Welcome back, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zurück in dieser spannenden Woche, in der wir Ihnen, Sie wissen es bereits, unsere fünf Newcomer-Finalisten und Finalistinnen vorstellen möchten. Alle fünf haben unsere Jury schon mehr als beeindruckt mit ihren spannenden, zukunftsträchtigen Ideen, Projekten und Ansätzen. Und einer oder eine von Ihnen wird natürlich dieses Jahr den Newcomer Award 2021 mit nach Hause nehmen. Wir wollen die Chance nutzen, wie gesagt, alle einmal vorzustellen. Heute dran ist David Wojcik. Er hat bereits begeistert mit Innovationen aus dem medizinischen Bereich. Was sich genau dahinter verbirgt, das kläre ich gleich mit ihm. Er wird hier live im Studio sein, aber jetzt zunächst erstmal ein Film zu ihm. Mein Name ist David Wojcik, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Augsburg, habe Produktdesign in Schwäbisch Gmünd studiert und seitdem bin ich selbstständig mit zwei Firmen, einer Agentur und einer Logistikfirma. Ich habe Produktdesign studiert. Aktuell sind meine Arbeitsfelder weitläufiger, also nicht nur Produktdesign, sondern auch im Marketing arbeite ich und auch im Kommunikationsdesign. Speziell im Produktdesign ging es mir schon immer darum, Probleme zu lösen, also weniger um Styling oder sonst was. Also auch die bestehenden Projekte, die ich bearbeite, haben immer den Schwerpunkt, dass ein Problem besteht und wie kann man es mit einem neuen Produkt lösen. Zeitgemäßes Design ist für mich, wenn es das Problem löst, aber auch in die Zukunft denkt. Wie wird mein Design auch in 5 Jahren wirken und ist es dann überhaupt noch zeitgemäß? Für mich ist der größte Input des Newcomer Design Awards, dass ich sehr viele Menschen kennenlernen kann, die mir auf dem weiteren Weg in der Zukunft helfen können. David Wojcik, gerade noch im Film und jetzt schon hier bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hi, freut mich. Mich auch. Du hast ja wirklich schon tolle Auszeichnungen auch bekommen, zum Beispiel für Bloop. Bloop ist ein, ich nenne es jetzt mal Produkt, mit dem man, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, während einer OP Blut besser auffangen kann. Wie kommt man denn auf so eine tolle Idee? Ja, also im Endeffekt, die Inspiration dahinter hat mich eher durch einen Beitrag dazu gebracht. Also Bloop ist ja eigentlich für einen Entwicklungsmarkt, wie zum Beispiel Afrika, entwickelt worden. Also im Speziellen gibt es da ja das Problem, dass wenig Blutkonserven herrschen. Ja, also dort gibt es eigentlich einen Blutkonservenmangel und Bloop soll eigentlich dagegen entwirken, dass man das Eigenblut benutzt. Ja, also sprich, da gibt es öfters Komplikationen bei Frauen, die hochschwanger sind, also Geburtskomplikationen, und meistens entwickelt sich sehr, sehr viel Blut im Bauchraum. Ja? Und dadurch kann es sein, dass die Frau dadurch verblutet. Und Bloop soll dieses Blut aufsammeln, kurz filtern, reinigen und sofort der Frau auch zurückgeben oder einer anderen Person, die jetzt eine innere Blutung hat. Und da es keine Blutkonserven gibt, ist Blut eine ziemlich gute Alternative, dass man diese Person behandeln kann. Ja? Die Wunde reinigen, schließen und so die Person auch überleben kann. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, aber ich frage mich schon so ein bisschen, du schließt da Lücken, wie kommst du darauf überhaupt zu sagen, Mensch, diese Lücke existiert, ich würde jetzt denken, da braucht man medizinisches Fachwissen. Also die Inspiration war da dahingehend auch zu diesem Problem, weil es in solchen Ländern im Notfall, man kann es wortwörtlich sagen, mit einer Suppenkelle gemacht wird. Also sprich, die schöpfen das Blut aus dem Bauchraum, filtern das durch Pamulbinden, ja, und versuchen das dann wieder zurückzugeben. Und ich dachte, es bräuchte eigentlich eine Alternative, die geschlossen, hygienisch funktionieren kann, ohne Elektrizität, ohne sonst was, aber trotzdem medizinisch einwandfrei. Und klar, während meiner ersten Ideen war ich da ziemlich stark im Austausch mit Ärzten. Ja, ich habe da einen guten Zugang, um natürlich gewisse medizinische Problematiken erstmal aus dem Weg zu schaffen und zu schauen, ob diese Idee funktionieren könnte. Und so kam ich dann letztendlich auch zur finalen Lösung. Ich frage nochmal nach, wie hast du denn genau von diesem Problem erfahren? Es war eigentlich ein Beitrag, ja, der genau über diese Problematik berichtet hat, über diese Blutungen in Bauchräumen bei hochschwangeren Frauen. Ja, und das sind jährlich bis zu 800.000 Frauen, die sterben. Und ist nur in Afrika. Und es gibt, wie gesagt, auch mehrere Vorfälle, die das ähnlich haben, ja, dass man Blut hat, innere Blutung. Und so kam ich dann auf die Idee, dieses Problem überhaupt zu behandeln.
Das ist eine tolle Idee, aber bei weitem nicht deine einzige. Es gibt noch ein Produkt, das heißt Hebix. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine klappbare, mobile Lösung, mit der man erwachsene Menschen stützen kann oder die eigentlich gestützt werden, aufrichten kann. Ja. Erklär das mal ein bisschen genauer und wie kamst du dazu? Ja, also das war während dem Studium. Also die Aufgabe war eigentlich, sich eine Lösung für Pflegepersonal oder in der Pflege etwas zu überlegen. Und letztendlich hatte ich ja keine Ahnung, was da passiert, was da abläuft. Und ich habe erstmal mit vielen Pflegepersonal geredet, mit welchen Problemen haben die zu kämpfen, vor welche Problematiken sind die gestellt. Ja, und dann hat sich schnell herausgestellt, dass eigentlich viel Pflegepersonal, was zu Menschen nach Hause kommt und die dort gepflegt werden, das Problem haben, dass viele stürzen. Ja, und die Probleme haben, die aufzuheben. Ja, selber. Meistens sind es eher, sagen wir mal, ältere Personen, die ein bisschen schwerer auch sind. Und in der Pflege arbeiten hauptsächlich Frauen. Ja, die haben nicht diese Kraft, die Person zu heben, vor allem wenn die ältere Person gar keine eigene Kraft mitbringen kann. Und klar, es gibt dann kinästhetischen Prozess, die aufzuheben. Meistens aber wird der falsch gemacht. Dadurch bekommen die Pfleger Rückenprobleme. Und es kann schon sein, dass mit 50 kann man eigentlich diesen Job nicht mehr ausführen. Und die Idee war erst zu sagen, wir finden irgendeine Lösung für Patienten in der Pflege. Aber dann hat sich herausgestellt, eher die Lösung für das Pflegepersonal zu machen. Und dann speziell diesen Aufhebeprozess. Und da habe ich dann letztendlich gesagt, okay, wie kann man diese Kraft minimieren? Ja, und da habe ich verschiedene Abrolltechniken getestet, wirklich auch mit Kraftmessungen beim Aufheben. Und so hat sich dann herausgestellt, dass mit dieser speziellen Abrolltechnik, wie es bei Hebix ist, bis zu 60% der Kraft minimiert werden kann beim Aufheben. Wow. Ja. Sehr forschungsintensiv auch, ganz, ganz tolle Geschichte. Aber bei weitem nicht das Einzige, mit dem du dich beschäftigst. Du bist auch Gründungsmitglied in gleich 3 Unternehmen. Mhm. Was sind das denn für welche? Ja, also während des Studiums ist schon ein Unternehmen entstanden, das war Voxbote, das ist ein innerstädtischer Logistikdienst. Man kann eigentlich sagen, haben wir uns dahingehend entwickelt, dass wir ein 360-Grad-Marktplatz, ein regionaler Marktplatz sind, mit On-Demand-Lieferungen. Also wirklich, wir bilden so die Innenstadt ab, was man so alles kaufen kann, ob das jetzt vom klassischen Restaurantgericht bis hin zum Einzelhandel Produkt, wie jetzt beispielsweise eine Tasche, bilden es in unserem Shop ab, der Kunde kann das shoppen und auch direkt bestellen. Klar, klassisch jetzt in der aktuellen Situation, perfekte Lösung für den Einzelhandel, die natürlich nicht offen haben können. Aktuell sind wir in der Expansion in mehrere Städte und super spannend, weil sich Voxbote damals, als wir gestartet sind, vom Essenslieferdienst jetzt wirklich zum 360-Grad-Marktplatz entwickelt hat. Und nach meinem Studium ist auch ein bisschen aus Voxbote entstanden, die Agentur, spezialisiert auf Online-Marketing. Das sind wir mittlerweile um die 12 Personen, also speziell für Social-Media-Marketing ist da unsere tägliche Arbeit. Auch natürlich so ein bisschen aus Voxbote entstanden, weil wir am Anfang Marketing gemacht haben, was uns nicht viel kostet, und das ist Social-Media. Da hat sich dann eigentlich so herausgestellt, dass wir das gut können, Partner sind, die bei Voxbote mit uns kooperiert haben, auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, was ihr da bei Voxbote macht, könnt ihr das für uns auch machen? Und da haben wir gesagt, okay, wenn das so gut läuft, machen wir eine neue Firma, und die funktioniert recht gut. Also wir sind eigentlich so im, würde ich mal sagen, in Südbayern so die Adresse für Social Media Marketing und machen aber nebenbei jetzt auch, weil die Kunden nachfragen, also viel Kreativarbeit, also Marketingkampagnen, aber auch komplette Markenentwicklungsprozesse. Ja. Und das jüngste Unternehmen, das ist Crude, ist aus der Agentur wieder entstanden durch das Wissen, weil wir mit viel Mittelstand zu tun hatten auch. Die sagen, nee, ich kann mir eigentlich keine Agentur leisten, aber ich würde gern Personalmarketing machen. Und für die haben wir ein Tool entwickelt, mit dem die das eigentlich, sagen wir, professionelle Anzeigen schalten können, aber ohne Know-how, ohne viel Wissen und eigentlich so die Power von Social Media Marketing für die HR-Suche nutzen können. Ganz easy. Und dieses Tool ist jetzt seit ein paar Monaten auf dem Markt, entwickelt sich recht gut. Mal schauen, wo die Reise dahin geht. Mal schauen, wo auch deine Reise weiter hingeht. Vielen, vielen Dank für diese wirklich vielseitigen Eindrücke. Wir drücken natürlich die Daumen und dann werden wir sehen, wer am Ende gewonnen hat. David, Dankeschön.
Ja, und Ihnen vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns dann wieder bei der Verkündung der Newcomer-Auszeichnung, bei der die Entscheidung der Jury dann bekannt gegeben wird. In der Zwischenzeit besuchen Sie uns auch gerne weiter auf der All Eyes On Website oder folgen Sie uns auf Social Media, um mehr über unsere Newcomer-Finalists zu erfahren. Wir sagen danke fürs Zuschauen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.